Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu meiner neuen Sendung. Mein Name ist Friedrich Nietzsche. Ich bin emeritierter Professor aus Basel und wollte ursprünglich eine Zeitungskolumne schreiben, aber dann hat man mir gesagt, na, Zeitung, das ist alles völlig unmodern. Heute läuft das alles im Internet mit YouTube und Gesichtsbuch und wie das alles heißt. Ja, und deswegen möchte ich jetzt versuchen, einen Podcast zu machen. Podcast ist Englisch und heißt Schoten oder Hülsen werfen. Ja. Ja, und dafür habe ich dieses kleine Studio, sogar mit künstlichen Lachern vom Band. Grauenhaft. Ich muss noch was zum Titel der Sendung sagen. Nietzsche spricht und ihr Handy fressen hört nur zu. Meine Philosophie versucht, der Massenmeinung des Herdenmenschen etwas entgegenzusetzen. Und im Vorfeld der Sendung habe ich mich mit meinem Redakteur im Sender ein bisschen umgehört und die Idee fanden alle ganz toll. Besonders gegen den Herdenmenschen, da waren alle dafür. Und dann fragte ich nach und stellte sich heraus, ja, keiner von denen war Herdenmensch. Nein, nein, alles Individuen, alles Widerstandskämpfer gegen den Zeitgeist, weil nämlich Herdenmenschen, das waren immer die anderen. Und da habe ich gemerkt, dass was schief läuft. Dann habe ich mich mit meinem Redakteur unterhalten und überlegt, ja, im Wilden Westen, da haben die Rindviecher so ein Brandzeichen. Und man weiß, zu welcher Herde sie gehören. Was ist jetzt das Brandzeichen der Menschenviecher? Und dann sagte ich zu meinem Redakteur, du, pass mal auf, wir duzen uns, du kannst doch heutzutage nicht mehr über die Straße gehen, ohne dass alle 10 Meter irgendein Handyspastiker an dir vorbeiläuft, und du kannst auch keine 3 U-Bahn-Stationen fahren, ohne dass eine Handynutte dich voll quakt. Dann nehmen wir doch den Begriff Herdenmensch weg und ersetzen ihn durch Handyfresse. Damit es keine Missverständnisse gibt, damit ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Ja. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, da gibt es 2 Arten von Personen. Da gibt es zum einen die Leute, die sagen, sie sind doch der Nietzsche, der gesagt hat, dass Gott tot ist. Da sage ich, nein, ich habe weder gesagt noch geschrieben, dass Gott tot ist. Ich habe eine Geschichte geschrieben, in der ein Wahnsinniger auf den Marktplatz stürmt und schreit, Gott ist tot, Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Ja, die zweite Art von Leuten sagt, sie sind doch der Nietzsche, der gesagt hat, wenn man zu Frauen geht, soll man eine Peitsche mitnehmen. Ich sage dann, nein, das stimmt nicht. Ich habe weder gesagt noch geschrieben, dass man eine Peitsche mitnehmen soll, wenn man zu einer Frau geht. Ich habe eine Geschichte geschrieben, in der Zarathustra, der Prophet, verkündet, er habe das Geheimnis der Frau entdeckt. Und da begegnet ihm ein altes Weiblein und fragt ihn, kannst du mir das Geheimnis nicht sagen? Und Zarathustra lehnt ab, sagt, nein, nein, das ist viel zu gefährlich, viel zu brisant. Und das alte Weiblein sagt, nun komm. Ich bin so alt und vergesslich. Mir kannst du es doch ruhig sagen. Ja, und dann legt Zarathustra los, sagt, alles am Weib ist ein Rätsel und alles am Weib hat eine Lösung. Oberfläche ist des Weibes Gemüt, des Mannes Gemüt, aber ist tief und so weiter und so weiter. Und die alte Frau hört sich das alles geduldig an. Und als Zarathustra fertig ist, sagt sie, jetzt erzähl ich dir mal was. Du gehst zum Weib, vergiss die Peitsche nicht. Zitat Ende. Und das ist die einzige Geschichte von Zarathustra, in der Zarathustra nicht das letzte Wort hat. Ihm fehlen die Worte. Und wenn der Professor Nietzsche das so geschrieben hat,
dann wird er sich etwas dabei gedacht haben und wenn ihr kleinen Handyscheißer ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt ihr auch drauf, was es ist. So, wir haben Zuschauerpost. Zuschauerpost. Das ist die erste Sendung, wenn da mal nicht mein Redakteur dahinter steckt. Lieber Friedrich, schade, dass du mich nicht bei Facebook als Freund akzeptieren willst. Die Sache von früher scheint dir nahe zu gehen. Lou. Lieber Professor Nietzsche, Sie reden Ihr Publikum immer mit liebe Zuschauer an. Dabei dürfte es doch zur Hälfte weiblich sein. Mein Junge, zur Hälfte? Drei Viertel. Deswegen habe ich diese schicke Jacke an. Wäre es Ihnen möglich, Ihre Anrede zu... Wäre es Ihnen möglich, Ihre Anrede zu gehen, dern? Wäre es Ihnen möglich, Ihre Anrede zu gehen, dern? Steht so da. Also, mein Junge, ich weiß nicht, was gehen denn ist, aber ich sag mal, nein. So, und jetzt schauen wir uns ein bisschen im Internet um. Die Kategorie heißt Fisch gefischt im Internet. Das Thema heute, Frauen. Als erstes haben wir den Playboy. Ich habe selten eine so schlechte Heimseite gesehen. Optisch unübersichtlich und vor allem inhaltlich ohne jede Struktur. Ein bisschen von allem und jedem, aber keine Linie. Playboy heißt ja wohl Spieljunge und da würde ich sagen, Junge, spiel woanders. Als nächstes Emma, das Magazin für Frauen. Da steht das Magazin von Frauen. Muss ein Tippfehler sein. Ein wirklich gelungenes Magazin. Ganz schlicht und übersichtlich und inhaltlich absolut stringent. Und für das Auge gibt es auch was zu sehen. Steht schon in der Bibel. An ihren Brüsten sollt ihr sie erkennen. In gewissen Papierjournalien lese ich, die Männer von heute müssten wieder zu ihrer Männlichkeit finden. Blödsinn. Der Mann hat schon viel zu lange geherrscht. Was haben 6000 Jahre Patriarchat denn gebracht? Verweichlichung. Kopfschmerztabletten. Fahrstühle. Klimaanlagen. Behindertenparkplätze. Kita-Horte. Airbags. Krankenversicherung. Unfallversicherung. Alles Versicherung. Und Naturschutz. Naturschutz. Wenn die Natur nicht stark genug ist für den Überlebenskampf, dann wird sie von der Natur... Jedenfalls. Wir müssen alle werden wie die Frau. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen oder Wahnvorstellungen ethischer Art. Genau. Und das war's für diesmal. Danke fürs Zuschauen. Die nächste Sendung gibt's im April. Ich hoffe, Sie wieder begrüßen zu können. Und als ehemaliger Basler sage ich auf Wiederhören mit Mund.